Ich bekam meine erste Anfrage, da gab ich natürlich keine Absage. Ich war glücklich deswegen, doch all dies veränderte mein Leben. Mein Freund hasste das Internet ganz doll, ich hingegen fand es ganz toll. Unsere Wege trennten sich, den Fußball mochte ich einfach nicht. Online-Freunde, du weißt, sie sind nicht echt, aber das ist dir schon recht. Sie kümmern sich nicht darum, was du denkst, obwohl du denen deine ganze Zeit schenkst. Rausgehen kann ich nun nicht mehr, den Empfang zu finden ist dort schwer. Draußen ist mir viel zu grell, mein Display ist nicht so hell. Dir mal meine Klicks zeigen, wie die ganze Zeit steigen. Ich hab 1000 Freunde oder mehr, das ist bei meinem Fame auch nicht schwer. Bei meinem Fame auch nicht schwer. Ich habe am meisten Freunde im Internet, denn dort findet mich einfach jeder nett. Deshalb lade ich sehe alle ein, sie sollen alle bei meiner Feier sein. Deshalb lade ich sie alle ein, sie sollen alle bei meiner Feier sein. Bei meiner Feier sein. Mein alter Freund wird auch eine Karte bekommen, denn dann sieht er, wie meine Facebooker kommen. Er wird sehen, wie mich jeder mag. Es wird nämlich mein großer Tag. Ich kriege nur hunderte Absagen. Mir kommen tausende von Fragen. Wo sind die ganzen Leute hin? Mein Geburtstag wird wohl doch nicht der Win. Der Tag ist nun da, aber kein Online-Freund ist wahr. Niemand kommt zu mir, nun sitz ich alleine hier. Nun sitz ich alleine hier, fühle mich echt schlecht. Nix ist im Internet echt. Vor 15 Minuten sollte meine Feier sein. Doch für mich interessiert sich kein Schwein, kein Schwein. Plötzlich an der Tür klingelt es. Bah, wer ist es jetzt? Mein alter Freund ist da. Dann schrei ich ganz laut Hurra. Online, Freunde, du weißt, sie sind nicht echt, aber das ist dir schon recht. Wir kümmern sich nicht darum, was du denkst, obwohl du denen deine ganze Zeit schenkst. Obwohl du denen deine ganze Zeit schenkst.